Nochmal? Okay, ja. Ich hab dich gespeichert. Okay, das ist jetzt Star Wars hier. Das mit den vorgerenderten Sequenzen, oh Gott, Rebel Assault und Co. Oder die anderen FMV-Spiele. Okay, Susan, alles Susans. Stehen bleiben! Halt! Stehen bleiben! Ja? Das müssen Scheintodkapseln sein. Scheintod leer? Oder ist das der Scheintod-Fahrstuhl? Abschaum. Lass es sein. Oh, Dolores. Dolores. Ich frage mich, was da drin vor sich geht. Lloyd! Komm rein, Lloyd! Bist du auf welche von ihnen gestoßen? Sie sind alle erstarrt. Hör mir zu. Ich habe die Kontrolle über das Schiff übernommen. Und jetzt? Komm mit, dann zeige ich's dir. Wo wollen wir überhaupt hin? Das wirst du schon noch sehen. Na, typisch. Oh nee, nicht der Eisplanet, oder? Wir sind auf Hoth. Wir sind auf Hoth. Wo sind wir? Wir nähern uns der Basis der Freiheitskämpfer. Ihr habt eure Basis auf einem Eisplaneten gebaut? Nicht auf. Im! Na toll. Da gibt es so viele kuschelig warme Orte und ihr... Hör auf zu zetern, Floyd! Ich kann nicht anders. Ich hatte früher immer einen Albtraum, in dem ich erfroren bin. Reg dich ab. Wir haben Zentralheizung. Schön beeindruckend, eure Basis. Und gar nicht mal so kalt. Sir, ich bedauere sagen zu müssen, dass ich nicht sehr glücklich bin, Sir. Check die Systeme, Sam. Alle Systeme horizontal, Sir. Fernbedienung geschmolzen. Ich brauche mal Urlaub, Sir. Fein, steig aus und komm mit. Der sein, den sie Floyd nennen. Das ist er. Sei gegrüßt. Dein Kampf für die Rebellion wird niemals vergessen werden. Och, Kleinigkeit. Au contraire, Floyd. Du und Thatcher habt die Rebellion gerettet. Wenn der Bus Cygnus Alpha erreicht hätte, wäre alle Hoffnung gestorben. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Sir. Ja, Genosse? Es sind alle da, Sir. Das Briefing kann beginnen. Danke, Genosse. Ich komme sofort.
Bitte entschuldigt mich, ich muss mich auf das Treffen vorbereiten. Was für ein Treffen? Du wirst es gleich erfahren. Wie ich sehe, habt ihr eine kleine Erfrischung erhalten. Sogar neue Kleider hat man euch gegeben. Schau an! Was ist geschehen, Benson? Und wo ist Mandrin? Mandrin wurde gefangen genommen, meine Teuerste. Und unsere treuen Genossen erachten es als angemessen, dass ich seine Nachfolge antrete. Darum muss ich weiter. Ihr entschuldigt mich. Wer ist Mandrin? Unser Ex-Anführer. Und wer war der fiese Kerl eben? Das war Major Benson. Das klingt, als ob du ihn nicht besonders magst. Er ist ein guter Genosse und ein geschätztes Rebellenmitglied. Nur etwas übereifrig. Was denkst du, hat er vor? Das finden wir gleich heraus. Komm! Genossen, der nächste Orbit wird ein glorreicher sein. Viel zu lange schon sind die Freiheitskämpfer untätig gewesen. Orbits lang haben wir diskutiert, geplant, protestiert und wofür? Omnibrain sieht uns nicht einmal als Bedrohung. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Wieder mit Omnibrain! Genossen, ich möchte euch etwas zeigen. Nach zahllosen Orbits ist es mir endlich gelungen, den Standort des KZZK auszumachen. Auf Aldoria Major, einer unfruchtbaren Welt in Sektor 17. Ja, Genossen, die Konzernzentrum Zentralkontrolle ist dort. Ich weiß es. Genossen, ich weiß auch, wie es uns gelingen wird, in das Zentrum hineinzukommen. Dies ist der Haupteingang, eine Sicherheitstür, bewacht von zwei Kampfdruiden der 13er-Reihe. Aber es gibt noch eine Hintertür, einen Lieferanteneingang, der nicht oder wenig bewacht wird. Dadurch werden wir hineinkommen. Nun, Genossen, irgendwelche Fragen? Was werden wir tun, wenn wir drin sind? Ich dachte, das wäre klar, Genosse. Wir zerstören Omnibrain und geben die Macht an das Volk zurück. Wann ziehen wir los? Es ist keine Zeit zu verlieren, Genossen. Das Volk hat genug gelitten. Morgen in aller Frühe brechen wir auf. Um 0800 Klicks will ich alle am Landeplatz sehen. Sonst noch was? Gut, legt euch hin und ruht euch aus. Und wenn ihr träumt, dann träumt vom Ruhm. Träumt von der Freiheit, die man uns so lange verwehrt hat. Träumt von einer strahlenden, besseren Zukunft ohne Konzern, ohne Kontrolle, ohne Omnibrain. Noch eine Sache, bevor ihr entlassen seid. Ich möchte ein neues Mitglied in unserer Runde willkommen heißen. Genosse Floyd. Grüße, Genossen. Oh, läuft doch gut an. Morgen also, Genossen. Floyd. Hm? Die Leute sind weg. Du kannst zu grinsen aufhören. Ich neige zu dieser Gesichtslähmung, sobald mehr als drei Leute mich ansehen. Sieh zu, dass du etwas Schlaf bekommst. Morgen ist ein großer Tag für uns alle. Ich kann noch nicht fassen, dass wir wirklich das KZZK angreifen. Aufregend, nicht wahr? Ja, widerlich. Ich hocke lieber mit einem Bierchen an der Theke. Oder halte Maulaffenfeil. Ich liebe es, Maulaffenfeil zu halten. Was ist Bierchen? Etwas Irdisches. Du fändest es wahrscheinlich langweilig. Was erzählst du mir da? Ach, war nicht wirklich wichtig. Schön. Okay, geht's wieder weiter. Es geht wieder weiter. Andere Genossen. Grüße, Genossen. Ja, Floyd, der Held des Orbits. Freust du dich schon auf die Schlacht?
Kann's kaum erwarten. Denk nur an den Ruhm, den wir ernten werden. Gibt dir das keinen frischen Mut? Nein, irgendwas stimmt nicht, aber ich bin nicht sicher, was es ist. Du bist nervös und das ist verständlich. Man hat ja nicht jeden Orbit Gelegenheit, an einem solchen Abenteuer teilzuhaben. Das ist zu schnell. Du solltest jetzt ein bisschen schlafen. Man hat dir ein Zimmer am Ende des Flurs gegeben. Fein. Schlaf gut, Floyd. Wir sehen uns noch vor dem Abflug. Das ist zu schnell. Er ist zu übereilig. Genau. Hast du nicht gesehen? Wahrscheinlich arbeitet er nur wegen dem Ruhm oder so. Okay, dann schauen wir mal. So, da ist die Tür. Tue an. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt abhauen und all das hinter mir lassen. Wenn ich nur nicht nachher damit leben müsste. Okay. Genossen und Genossen. Grüße, Genossen. Was macht ihr? Über Taktiken diskutieren. Kann ich mitmachen? Hast du irgendwelche Erfahrungen in Bezug auf Attacken auf die bestbewachte Anlage im ganzen Universum? Nein. Du denn? Nein. Aber ich lese viel. Das macht dich wohl zum Fachmann. Warum haust du nicht einfach ab, Floyd? Dein kindisches Gequatsche geht mir langsam auf den Keks. Weil ich recht habe. Oh, okay. Was ist das? Ich frage mich immer noch, ob das eine mit Schleim bedeckte Person oder einfach nur Schleim pur ist. Fragen doch. Grüße, Genossen. Grüße, Genosse Floyd. Hände schütteln? Ein Erdenbrauch? Ich weiß, aber das war nicht meine Hand, Genosse. Ich bin ganz schleimig. Keine Sorge, Genosse. Ich habe dich nur markiert, um dich besser wiederzuerkennen. Mich markiert? Wo ist die Sanitäreinheit? Ich finde dein Verhalten verletzend, Genosse. Bei den Freiheitskämpfern sind alle gleich und dürfen nach Gusto ihre Sitten und Gebräuche ausüben. Du hast gut reden. Du bist ja nicht derjenige, der angeschleimt worden ist. Okay, das war aber nicht nett. Hier ist aber nichts weiter, ne? Okay. Eine Eiskoje. Ist noch irgendwas anderes? Nö. Das ist meine Koje für die Nacht. Schlaf. Ja, keine schlechte Idee. Wir wissen, wer dieser Bär ist. Es ist besser, wenn du es nicht weißt. Klar. Genossen! Genossen! Gut gemacht, Junge. Gut gemacht. Omnibrain, Omnibrain, was immer Omnibrain sagt, was immer Omnibrain sagt. Legt euch hin und holt euch aus. Nachher sind wir noch ein Spion, wa? Unterbewusst. Oh. Mann, habe ich gut geschlafen. Ich fühle mich blendend. Ich könnte heute Morgen den Konzern ganz allein niedermähen. Wo sind denn nur die anderen? Dolores! Hey! Hallo! Wo seid ihr? Ich fass es nicht. Sie sind weg. Lieber Floyd, hab versucht, dich zu wecken. Vergeblich. Bis später. Grüße, Genosse D. Toll. Scheinen ja nicht viel Wert auf mich zu legen. Aber wieso haben sie dich zurückgelassen, Sam? Du hättest ihnen doch sehr nützlich sein können. Ohne Fernbedienung konnten sie mich nicht anstellen, Sir. Aber wenn du das wusstest? Ich dachte, mit ihnen kriege ich viel mehr Spaß, Sir. Oh, na gut. Wie spät ist es? 1000 Klicks, Sir. Um den Dreh jedenfalls. Meinst du, wir sind schon befreit? Kaum, Sir. Nicht, wenn man bedenkt, dass die Operation eine Falle ist, die sich Major Benson ausgedacht hat, Sir. Was? Nun, Sir. Er ist ein hochrangiger Konzernagent, Sir. Du bist mal wieder schief geschaltet. Er war ein Agent, bis er vor einiger Zeit überlief.
Nein, Sir. Er ist von der Spionageabwehr eingesetzt worden, um sich einzuschleichen und die Rebellenbewegung ein für allemal zu zerschlagen. Du machst Witze, nicht? Ich denke nicht, Sir. Warum hast du das dann nicht eher gesagt? Sie haben nicht gefragt, Sir. Was machen wir denn jetzt? Sir, angreifen natürlich. Bitte? Das KZZK? Wir zwei? Warum nicht, Sir? Wir haben bestimmt Spaß dabei. Dein Sinn für Humor geht mir ab. Sir, wir haben ohnehin keine Wahl. Wenn wir nichts tun, wird es Benson bald auffallen, dass sie fehlen. Dann sind sie innerhalb von 3 Orbits hinüber. Wieso habe ich das Gefühl, dass alles so läuft, wie du es am liebsten hast? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Sir. Toll. Grüße, Genosse. Toll. Mehr als toll. Da. Der Detektor muss kaputt sein. Das ist doch durchgekommen. Dazu müssen offenbar stärkere Geschütze aufgefahren werden. Sam, hör auf! Sir. Was zum Teufel machst du denn da? Den Weg freimachen, Sir. Hast du irgendwas gegen Türen? So geht's auch. Das hätte eine böse Falle sein können, Sir. Sei still und tu das nie wieder, okay? Verstanden, Sir. Okay. Metallschein, was ist das? Ich habe jetzt keine Lust, mit ihm zu reden. Er ist mir momentan zu anstrengend. Okay, also die Tür ist jetzt offen. Und die... Ah, warte mal. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was das sein soll. Was sind das hier? Grüße, Genosse. Guck mal. Das sind die Kugeln, die Sam auf die Tür abgefeuert hat. Warte mal. Die Erde ist ein wunderbarer Ort. Grüße, Genosse. Aber die jetzt geöffnet. Da steht das mystische Erdenwort Cola auf der Seite drauf. Komm, mehr davon. Okay, wenn wir mehr davon nehmen können, dann gibt's wieder ein Limit. Wir hatten das schon mal. Was waren das? Grüße, wo wir 5 oder 6? Ich weiß es gar nicht. Von den Roboterbomben. Im Knast. Okay, pass mal auf. Grüße, Genosse. Geht es nochmal? Grüße, Genosse. Grüße, Genosse. Da steht das mystische Erdenwort Cola auf der Seite drauf. Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Was ist das hier? Er ist voll bis oben hin mit Erddelikten. Grüße, Genosse. Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Er ist vakuumversiegelt, um die zerbrechlichen Erdgegenstände zu schützen. Das ist ein Gameboy. Hier ist ein Gameboy. Disketten und CDs. Aber hier ist es weiter, ne? Huch, huch. Ich hab rausgeklickt. So. Ja. Wie viel haben wir denn nur davon? Genosse. Es gibt kein Ende, also wie es aussieht hier. Nö, nee, gibt's nicht. Mann, müsste die Blase jetzt voll sein. Okay, schauen wir weiter. So. Hey Sam, lass uns gehen. Vor allem Sam ist hinten im Auto drin, ne? Wie R2D zu holen. Oh. Was für ein trostloser Planet. Ja, Sir. Hier relativiert sich alles Sein. Hä?
Nichts, Sir. Mein Philosophie-Chip hat dazwischen gefunkt, Sir. Du hast einen Philosophie-Chip? Ein dummer Scherz, Sir. Ein paar meiner Brüder haben ihn mir am Geburtstag eingesetzt. Grausam, das kann ich Ihnen sagen, Sir. Konzentrieren wir uns auf die Aufgabe, okay? Das ist doch jetzt Star Trek. Okay, Sir. Data, Star Trek. So, was haben wir denn jetzt hier? So, wir haben eine Lüftung. Ein rostig aussehender Lüftungsschacht. Die Luft bewegt sich im Moment nicht sonderlich. Jetzt hier irgendwie, ja, oh, halt. Pfosten? Sieht aus wie ein uraltes Gitter. Ein Lüftungsschacht. Die Luft bewegt sich im Moment nicht sonderlich. Ein Lüftungsschacht. Die Luft bewegt sich im Moment nicht sonderlich. Kann man die benutzen? Oh. Moment. Da. So. Ach nee, hier war... So, jetzt. Okay. So, jetzt gibt es innen drin erstmal keine Luft mehr. So, dann speichern wir nochmal. Und weiter geht's. So. Damit schickt Omnibrain die Anweisungen an seine Handlanger im Konzern. Das kann ich nicht benutzen. So, das dürfte hier... Das muss der unbewachte Hintereingang sein, den Benson meinte. Oh. Hier ist nichts, nur eine Mauer. Laut sensorischer Berechnung passen dort exakt 2 Kriegsdroiden der 13er-Reihe, wie meine Wenigkeit, hinein. Die 2, von denen Benson gesprochen hat. Also so hat die Falle funktioniert. Oh. Öde, öde, öde. Öde, 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 öde. Dem ist langweilig. Öde, mir ist langweilig. Sei still, ich verarbeite gerade Daten. Daten? Na und, mir ist sterbenslangweilig. Warum überholst du nicht die Systeme oder sowas? Das ist doch öde. Ich könnte mich ja abschalten oder so. Kannst du nicht, du bist im Dienst. Weiß doch keiner. Wenn du das tust, dann erschieße ich dich. Oh, vielen Dank auch. Wären Wolken doch Verräter. Bitte? Wären Wolken Verräter, hätte ich nie Langeweile. Fühlst du dich nicht gut? Oder Sand. Wenn Sand plötzlich vogelfrei wäre, bang, pow, splatter. Wenn Droiden einen Sonnenstich kriegen könnten, dann würde ich sagen, leg dich hin und pack dir ein Tuch über das Sichtmodul. Aber gut wär's doch, oder? Hör auf damit, ja? Ist das öde. Die Wolke da. Sieht doch wie ein Rebell aus, nicht? Doch, tut sie. Du musst nach solchen Wolken Ausschau halten. Dreh ihnen den Rücken zu und... Sie regnen dich voll, hä? Oh, lass doch mal deine Fantasie spielen, ja? Dafür habe ich keine Software. Dann stöpsel um.
Ich habe mir sogar den Gnadenchip entfernt. Allein. Ich sehe was, was du nicht siehst. Jetzt hör aber auf. Ach komm, nur ein Spiel. Ich sehe das, was du nicht siehst, und das ist gelb. Gibst du auf? Ich gebe dir einen Tipp. Nicht Sonne. Du bist nicht sehr gut darin, nicht? Ich versuche, Befehle zu befolgen. Wir sollen die Tür bewachen, okay? Sequenz, ich kann nichts machen. Es war Sand. Was war Sand? Das Gelbe. Schau, warum machst du nicht einen Rundgang oder so? Hey, kein schlechter Vorschlag. Vielleicht finde ich auf der Runde irgendwas zum Töten. Ja, vielleicht. Das war ziemlich knapp. Okay, ich speichere mal lieber ab. Grüße, Genosse. So. Schauen wir mal. Der ist jetzt dahin gegangen. Du bleibst hier und passt auf, okay? Verstanden, Sir. Oh, nicht, dass er das Dings. Warte mal. Genosse. Warte mal. Warte mal. Geht das? Jawohl, warte Grüße, mal. Genosse. Wir haben wirklich so viele. Grüße, Genosse. Komm, dann hat er was zum Ballern. Grüße, Genosse. Na. Grüße, Genosse. Haben wir noch mehr? Grüße, Genosse. Haben wir. Da, und mehr gibt's gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Okay. Ach nein, Selbstmord gehört nicht zu meinen Hobbys. Hm. Sam? Ja, Sir. Was schlägst du vor? Sie wollen es gar nicht hören, Sir. Dennoch, sag's mir trotzdem. Sir, in Ermangelung eines von Ihrem organischen Hirn erdachten Planes listet mein Taktikprogramm folgende verfügbaren Optionen auf, die größtmöglichen Erfolg bei minimalen Verlusten versprechen. Ja? Na? Das war's, Sir. Es gibt keine. Es hängt also von meinem organischen Hirn ab, ja? Die Lage ist in der Tat desolat, Sir. Oh. Laut sensorischer Berechnung sind das Metallzylinder auf Holzpflöcken. Oh, warte mal, wir können irgendwas tun. Vielleicht können wir ihn von hinten überfallen oder so. Speicher mal sicherheitshalber. Mitten zwischen die Augen. Nicht? Grüße, genau. Okay, der ballert jetzt. Das hier. Wo bleibt da die. Oh. Wozu brauchten wir jetzt den... Das wird mir nicht viel nützen. Den Roboter mit eigener Personality-Karte aktivieren,
Ich bin ja vielleicht nicht der Hellste, aber sogar ich weiß, dass das Selbstmord ist. Oder nochmal. Grüße, Genosse. Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Ach, angucken. Oh. TÜVs Taktikkarte. TÜVs Waffenkarte. TÜVs EA-Karte. TÜVs CPU-Karte. TÜVs Security-Karte. TÜVs Persönlichkeitskarte. TÜVs Detektorkarte. TÜVs Verhörkarte. Was? Was ist... TÜVs CPU-Karte. CPU-Karte ist immer gut. Das kann ich nicht benutzen. TÜVs Taktikkarte. Taktik wäre ja auch nicht schlecht. Kann man alles Grüße, Genosse. Ein Heimwerkertraum. Ja, ja, geht das? Ja. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt halte ich die Idee für total bescheuert. Also geht das gar nicht? Oder? Das kann ich nicht benutzen. Ach so. Oh, okay. Wir können was ausbauen.